Ja, dann mach ich mal ein paar Bücher. Wie gehen die? Ich habe keine Ahnung. Du bist hier derjenige, der nachguckt für so ein Bild. Ich? Ja, ja. Ich kann auch nicht einfach die ganze Zeit hier, weiß ich nicht, iPad aufmachen. Das ist hier nicht Gothic. Ja, genau. Ja, da habe ich alles nachgeguckt. Und da hatte ich auch keinen Bock, irgendwie zu gucken, wo die Sachen sind, weil... Ehrlich jetzt, kümmere dich lieber um deinen Kram. Ich mach hier Bücherregal, Bücher. Boah, ich muss echt schiffen, ey. Ja, ich auch. Boah. Sollen wir einfach mal beide schiffen gehen und die Leute hier... Ey, Leute, die drehen durch, schalten aus hier, ey. Ja, ich weiß. Also, das ist auch so ein Moment wieder, wenn man beide gleichzeitig schiffen geht, also... Das ist, ja. Also, wir haben jetzt 64 Bücher. Habe ich dir eigentlich mal gesagt, dass ich irgendwann mal im Kino war und dann war der Film zu Ende und ich musste noch auf Toilette und dann bin ich da auf die Toilette gegangen und habe da mein Geschäft erledigt und währenddessen lief da im Radio aber The Winner Takes It All. Und ich einfach so, oh ja, oh, läuft. Du kannst dir unbedingt ungefähr vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe. Ich glaub's dir. Jetzt musst du aber noch erklären, was war das denn für ein Geschäft? Also, das war ein gutes Geschäft. Ach so, alles klar. Ja, the winner takes it all, ne? Ich habe alles richtig gemacht, würde ich sagen. Wie stumpf. Wir brauchen unbedingt einen Verzaubertisch. Ja, wir haben jetzt schon 104 Bücher. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wir grundsätzlich brauchen, wie viele Bücherregale. Also das muss einmal komplett rum, ne? Mit Eingang. Einmal komplett rum heißt, aber auch Dach und Ich Boot. Weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob die jeweils drei in die Höhe gestaffelt werden müssen. Ich mach's immer so, weil ich die Ressourcen hatte. Ja, lass es mal lieber machen, weil ich habe da keinen Bock, dass wir dann nachher die Dinger nicht kriegen, die Points da. Ja. Ich meine, wir kriegen genug Papier, es ist halt immer die Frage, ob wir genug Later kriegen. Ja, sonst würde ich sagen, ich gehe gleich mal ganz kurz in eine Richtung und schlachte ein paar Kühe, ne? Oder so. Was heißt hier ganz kurz in eine Richtung? Soll ja helfen, den PC-Muskel zu trainieren. Nein, es ist nicht die rechte Hand. Was für ein Muskel? Der PC-Muskel, wenn man... das Pinkeln-Gen trainieren möchte. Oh, oh, oh! Das ist ein Schwein! Ah, siehst du, jetzt hat er die Erkenntnis. Das ist ein Schwein! Ah, PC-Muskel! Komm, Freddy, Bus bauen. Wir brauchen noch unbedingt einen Bus. Einen Bus, den brauchen wir auch noch. In Order City gibt's ja einen Bus. Und da ist auch ein Schwein drin, das Freddy heißt. Alter. Und auch ganz viele Decken drumherum und so. Du hast doch gesagt, du brauchst mich heute nicht mehr. Das quatscht schon drum. Okay, und bau den verdammten Bus. Geil, ey. Den Film habe ich nie gesehen. Ja, ich habe den gesehen. Ich habe den sogar gesehen, bevor diese Freddy-Geschichte aktuell war. Der ist ganz schön traurig eigentlich. Ich glaube auch. Also jetzt nicht um diese Fickerei da im Knast und so, aber eigentlich schon. Also das war somit das Härteste. Ja, dem machen sie auch ein Tattoo ja noch am Fuß. Und ja, und genau, so. am Knöchel, also so ein Gang-Tattoo. Oder dass er im Prinzip die Bitch von dem Typen da ist oder so, keine Ahnung. Weil er hängt sich ja später. Ja. Weil er jetzt nicht mehr aushält. Freddy halt, ne? Wo haben wir eigentlich Fichtenholz? Ich glaube, ist leer. Ich meine, ich habe da... Achso, ja, ist... Nee, ist noch ganz viel drin. Ist noch viel drin? Ich dachte, das wäre komplett leer gewesen. Ach nee, das war Tropenholz, was leer war. Ja, alles gut. Ich muss so schiffen, das glaubst du gar nicht. Ich auch. Sollen wir uns abwechseln? Wer geht denn zuerst? Na, geh du mal, ich kann auch. Ja, okay, dann bis gleich. Ja. Warte mal, ich muss jetzt irgendwo hingehen, wo ich das alles... Aber ich hoffe, du musst nur schiffen, ne? Nicht hier noch mit Anhang und so. Schiffen mit Anhang? Ja, was weiß denn ich? Sag mal, hakt's bei dir, oder? Hakt's bei dir. So. Ja, hau ab. Ja. So, ist er weg. Endlich. Ja, wir brauchen unbedingt wirklich den Verzaubertisch, weil ich habe so viele Punkte. Ich habe 50, na, wie sagt man denn hier? 50 Punkte hier unten, die muss ich echt mal einsetzen und schön die Waffe verzaubern. Ich weiß gar nicht, was da noch gab. Irgendwas mit Haltbarkeit, Effizienz, so ein Scheiß. Übt man das hier auch mal. Ach, Glück! Genau. Dass es ein bisschen effizienter hier mal ist. Und dann haben wir noch Schweine, aber da kümmert er sich ja jetzt gleich drum.
Und genau, in dem Lager, da müssen wir noch mit Glowstone auch noch fertig werden. Das sind so die Sachen, die mir jetzt noch so einfallen. Oh! Moment, Moment. Gerade Endstress. Hau ab! Genau, das sind auch so die Sachen, die mir noch einfallen. Glowstone. Ja, da ist so ein bisschen Landschaft, ne? Aber ich hab echt mal Bock, mal so eine Minentour zu machen. Also da unten mit den Giftspinnen, das ist immer richtig spannend. Aber gut, wir nehmen ja jetzt auch wieder ein bisschen mehr auf. Soll ja jetzt nicht nur wieder eine Woche sein, dann wieder Pause. Also es soll jetzt schon wieder weiterlaufen. Also, aber gut, wenn das immer so beruflich so eine Sache ist, dann kann man aber schlecht planen, ne? Wenn man viel unterwegs ist und dann auch an den Wochenenden. Und ja, es ist immer schwierig, da einen gemeinsamen Nenner zu finden, wo man Zeit hat. Und aber ja, mehr als versprechen kann man ja sowieso nicht. Aber wir geben uns ja schon große, große Mühe. So, jetzt genug. Machen wir mal eine Runde. Aber ich habe den Eindruck, dass das das Papier abbauen oder das Bambus abbauen schneller geht oder zumindest das Nachwachsen. Also ich meine mich zu erinnern, dass das immer ein bisschen gedauert hat und jetzt geht das echt schnell. Also muss ich sagen, also du baust hier was ab und auf der anderen Seite wächst das schon wieder. Also das ist echt gut. Man sagt ja sowieso, dass das Bambus ja auf Sand schneller wächst, aber ich finde, also man merkt da jetzt keinen direkten Unterschied mehr. Also es wächst eigentlich überall richtig schnell nach. Aber das ist auch gut so, dann braucht man hier nicht so 100 Jahre warten, hier, dass hier alles kommt. So. Noch einmal diese Line hier durch und dann... Ist natürlich ein bisschen schade, dass ihr das jetzt hier nicht sehen könnt, was ich hier mache, aber... Doch, gut, können wir, wo bist du denn? Ah, du guckst hier... Wo bist du? Ich dachte, ich bin jetzt hier am Wasser, aber ich bin jetzt wieder auf dem Weg ins Lager, weil ich jetzt wieder genug Bambus gesammelt habe. Und ich habe mir jetzt mal eine Scheibe Mortadella geholt hier. Bist du am Essen? Ja, ich habe eine Scheibe Mortadella hier. Ja, ich, Moment, ich gehe ins Lager, dann gehe ich pinkeln und dann mache ich ein paar Bücher und dann können wir zumindest schon mal anfangen, uns einen Platz auszusuchen, wo wir das denn hinbauen wollen. Wir haben uns doch schon einen ausgesucht. Hä? Ach ja, stimmt, da hinten in dem... Ja. Oh, jetzt wo du das dem Ziel näher kommst. Ich bin mal ganz kurz weg. Ja, das ist einfach... Ja, jetzt hat er sich da hingestellt. Ich hätte jetzt gerne schon mal angefangen, hier aufzubauen und zu gucken, wo das alles ist. Weil ich mir selber gerade noch ein bisschen uneinig bin, wie ich das hier haben möchte. Wir haben ja am Anfang gesagt, dass wir es hier in die Ecke kleistern wollen. Und das haben wir ja eigentlich noch nicht richtig ausgemessen, ne? Wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Das hat bisher noch nicht funktioniert. Deswegen müssen wir das erstmal. Pass auf jetzt. Das ist immer so lustig. Wahrscheinlich hat er das auch gemacht, aber ich weiß nicht, ob das der gleiche Part ist. Ich guck gerade mal in die Uhr. Ja, das ist der gleiche Part. Also wenn ihr das jetzt hier hört, schreibt bitte mal alle so einen Kommentar oder innerhalb eures Kommentars folgendes. Priest hat kurze Haare. Ja, nur das, das reicht. Wahrscheinlich hat er genau das gleiche gemacht. Oder, nee, Priest ist, weiß ich nicht. Leute, wisst ihr, was ich hier habe? Ich habe einen Knoppers hier. So einen Mini-Knoppers. Das ist das letzte, was ich hatte. Ich hatte Luna ja was zum Geburtstag geschenkt, oder ich die mit dabei gemacht. Ich weiß nicht, ob er es mittlerweile schon gekriegt hat. Ich habe gesagt, ich habe ihm was geschickt und er hat danach nie wieder geantwortet. Wahrscheinlich hat er nur keinen Bock zur Post zu laufen. So. Moin. Weißt du, worauf ich so richtig Bock habe? Auch so Bierknacker und all so ein Scheiß, weißt du? Was zum Fick ist ein Bierknacker? Kennst du nicht? Nee. Das sind doch diese Salamis. Musst du googeln, ich kann es fast gar nicht erklären. Das sind doch diese. Kennst du das nicht aus dem norddeutschen Raum, diese Wattwürmer? Ja. Ja, und das sind doch so dünne Salami-Dinger, ne? Mhm. Und Bierknacker, das sind so richtig, so richtig dicke Dinger, so wie normale. Deutschländer, sag ich mal, nur aus diesem Salami, ja. Das ist schon ziemlich geil gerade, ne? Boah, richtig. Und diese haben da immer so kleine Pfefferkörner drin. Richtig Porno. So, jetzt komm mal her. Nee, ich mach jetzt erstmal hier noch Papier und dann komm ich. Das mach ich noch eben, weil sonst, ja. Falls ihr euch gewundert habt, warum ich die Steine hier durchgebrannt hatte, wir wollten in naher Zukunft anfangen aus Stein. Nein, es war zumindest, was ich wollte, aus Stein. Oder wir können das auch so machen wie den einen, den wir da in der Mitte haben, mit Wolle. Stein ist gut. Ja, mir ist egal. Mir ist auch egal.
Aber der eine, der da in der Mitte ist, braucht übrigens doch einen Namen. Wir machen jetzt gerade eine Aufnahmesession, die wahrscheinlich auch wieder 20 Parts bringt oder so. Ja. Ich hab so, was wolltest du mir zeigen? Wir müssen jetzt hier planen, ne? Also, ist da was am Plan dran, ne? Hier habe ich gesagt, hier kommt die Zauberbank hin. Ach so, ich dachte hier direkt dahinter. Lass mal da einen Raum aushöhlen. Hier rein? Also ich meine, reicht das denn? Ich meine. Nee, eben nicht. Das haben wir am Anfang gesagt, aber danach haben wir dieses komplette Konstrukt hier noch zweimal umgeschoben. Also wir können es gerne. Ich würde es gerne funktional haben. Irgendwo, wo man schnell hinkommt. Ja, aber hier passt das doch gar nicht. Ich meine, ja, dann musst du hier was einreißen, oder nicht? Wie breit ist das denn? Ist doch nur ein breit. Moment, hier, ich hab. Hast du nicht mal Erde da, damit wir hier mal so abstecken können? So. Theoretisch muss die Zaubergeschichte nicht größer sein als so. Okay, passt doch. So groß müsste sie theoretisch sein. Aber ich weiß nicht, wo wir die hinmachen sollen. Also ich hätte jetzt gesagt... Ja, oder dann packst du doch hier direkt hier in die Ecke rein. Nee, pass auf. Weißt du, was ich jetzt gesagt hätte? Was? Ja, ich will die Ecke nicht verschandeln. Also meiner Meinung nach können wir hier... irgendwo noch welche von diesen komischen Konstrukten, die wir hier zum Durchbrennen benutzen, dann hinmachen. Dann hätte ich jetzt gesagt, dass wir hier bündig das so machen. So. Ist auch scheiße, ne? Ja, das ist, weil es ziemlich eng hier ist. Ja. Und was ist, wenn wir einfach hier diese Wand wieder einreißen? Meinst du, also nicht hier die ganze Wand machen? Ja, warte mal, wir machen jetzt hier einen kleinen Tunnel und dann machen wir nur das da rein. Ja, es ist in Ordnung, das machen wir, ist besser. Dann können wir hier beidseitig... Hey, hört das hier denn schon auf? Die Erde ist da, weil wir es irgendwann einen, glaube ich, zu dick hatten und die dann nochmal ausstaffiert hatten. Ich habe aber jetzt auch gerade keine Schaufel dabei. Ja, ich habe eine dabei. Warte mal, wenn wir jetzt hier... Ne, ich mach das. Ich würde sagen, dann einfach nur hier rein. Entschuldigung, nee, war jetzt nicht mit Absicht. Hast du mich gerade geschlagen und eine Entschuldigung gesagt? War nicht mit Absicht, war mit Schaufel. Hattest du... Ja. Hast du nicht eine Waffe, die du Absicht genannt hast irgendwann? Ich weiß es nicht. Nee, das kann irgendwann sein. Oder Loudings war das. Irgendjemand hat... Oder bei Older City eine Waffe, die Absicht heißt. Und dann kannst du sagen, ja, ich habe dich mit Absicht geschlagen. Ja, genau. So, jetzt muss ich selber mal gucken. Okay, 3 hoch oder 2 hoch? 2 hoch reicht theoretisch. 3, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das nur die eine Ebene ist oder ob man das wirklich in die Höhe bauen muss, damit man das hier alles hinkriegt. Ich weiß es wirklich nicht. Dafür habe ich zu wenig Minecraft gespielt. Ich guck mal gerade, Zaubertisch. Du. Weißt du, was ein schönes Spiel ist? Was ich neu... Minecraft? Nee, ja, oh, ist geil, ne? Early Access. SimCity. Mhm. Ist wunderschön, oder? Ihr habt das auch. Das für Super Nintendo damals noch. Ach so, ich dachte, du meinst jetzt die aktuelle Version hier. Das ist SimCity 5. Das heißt, das ist 5. Ja so ein EA-Scheißer. Den kann ich mir nicht geben. Ja, genau. Also... Ne, ich meine jetzt SimCity für Super Nintendo oder hier SimCity 2000, jetzt mittlerweile bei EA drin. Kann man sich für relativ schmales Geld kaufen. Ich meine, das war mal im Humble Bundle und als ich das gekauft hatte hinterher, ich habe glaube ich 2 Wochen nichts anderes mehr gespielt. Das ist cool, ne? Ja, es macht richtig Spaß. Ja. Vor allen Dingen, es ist da auch nicht schwierig. Die 2000er Version, das schafft eigentlich jeder. Definitiv. Aber das für Super Nintendo war kacke, weil da haben sich die Leute immer beschwert. Also normalerweise ist es so, wenn du da ein Industriegebiet hattest, überhaupt irgendwo auf der Karte, da haben die gesagt, oh, Luftverschmutzung, das geht nicht. Haben die immer drum gedrinst. Ja. Also das erste war SimCity 3000, was ich gespielt habe. Aber das fand ich dann aber schon nicht mehr so gut. Also das normale und 2000, das sind so meine Lieblingsdinge. Ja. So, Priest, warte mal, jetzt musst du hier den Plan Also, ich habe nachgelesen. Hier, hör mal. Ich höre. Damit ein Bücherregal eine Wirkung auf den Zaubertisch hat, muss es einem Abstand von genau einem Block auf gleicher Höhe oder eine Ebene höher platziert werden. Moment. Außerdem darf nur Luft zwischen dem Bücherregal
und dem Zaubertisch sein. Selbst eine Fackel, ein Teppich oder Schnee hebt die Wirkung bereits auf. Also hier wird gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, 15 Bücherregale um den Zaubertisch aufzustellen. Also 15 im Endeffekt brauchen wir. So, also es steht hier nicht direkt, es steht halt nur dieser Satz hier, ne? 15 Bücherregale. So, und jetzt pass auf.